Alles wieder los. Nachdem die 7 Tage der Priesterweihe vorüber waren, rief Mose Aaron, seine Söhne und die führenden Männer Israels zusammen. Er befahl Aaron: Hol ein junges Kalb für das Sündopfer und ein Schafbock für das Brandopfer, beides fehlerlose Tiere, und bring sie dem Herrn dar. Sagt den Israeliten, sie sollen ein Bock für das Sündopfer sowie ein einjähriges Lamm und ein einjähriges Kalb für das Brandopfer holen, ebenfalls fehlerlose Tiere. Als Friedensopfer müssen sie dem Herrn einen Stier und einen Schafbock darbringen. Auch ein Speiseopfer mit Öl vermengt soll dargebracht werden. Denn heute wird euch der Herr erscheinen. Die Israeliten brachten alles, was Mose verlangt hatte, zum Eingang des heiligen Zeltes. Das ganze Volk kam und versammelte sich vor dem Heiligtum. Mose sagte zu ihnen: Heute wird euch die Herrlichkeit erscheinen. Darum tut, was er euch befohlen hat. Dann forderte er Aaron auf: Tritt an den Altar und bring dein Sündopfer und dein Brandopfer dar, damit deine Sünden und die des Volkes vergeben werden. Bring dann die Opfergaben des Volkes dar zur Vergebung ihrer Schuld, so wie der Herr es befohlen hat. Aaron trat an den Altar und schlachtete das Kalb, das als Sündopfer für ihn selbst bestimmt war. Seine Söhne reichten ihm das Blut, er tauchte den Finger hinein und bestrich damit die Hörner des Altars. Das übrige Blut goss er an den Fuß des Altars. Das Fett, die Nieren und den Fettlappen an der Leber verbrannte er auf dem Altar, wie der Herr es Mose befohlen hatte. Das Fleisch und das Fell verbrannte er außerhalb des Lagers. Dann schlachtete er den Schafbock für das Brandopfer. Seine Söhne gaben ihm das Blut und er sprengte ringsum an den Altar. Sie brachten ihm die einzelnen Stücke des Schafbocks zusammen mit dem Kopf und Aaron verbrannte sie auf dem Altar. Anschließend wusch er die Eingeweide und die Unterschenkel und legte sie an die anderen Stücke ins Feuer. Nun brachte er die Opfergaben des Volkes dar. Er holte den Ziegenbock für das Sündopfer, schlachtete ihn und opferte ihn so, wie es vorher bei seinem Sündopfer getan hatte. Auch das Brandopfer brachte er nach den Weisungen des Herrn dar. Er holte das Speiseopfer, nahm eine Handvoll davon und verbrannte es auf dem Altar. Zusätzlich zu dem Speiseopfer, das am Morgen zusammen mit dem Brandopfer dargebracht worden war. Dann schlachtete er den Stier und den Schafbock für das Friedensopfer des Volkes. Seine Söhne reichten ihm das Blut und er sprengte es ringsum an den Altar. Sie entnahmen die Fettstücke des Stieres und des Schafbocks, den Fettschwanz, das Fett an den Eingeweiden, die Nieren und den Fettlappen an der Leber und legten sie zu den Bruststücken. Das Fett verbrannte Aaron auf dem Altar, doch die Bruststücke, die rechte Hinterkeulen, schwang er vor dem Herrlichtum hin und her, um sie dem Herrn zu weihen. So hatte der Herr es durch Mose befohlen. Nachdem Aaron das Sündopfer, das Brandopfer und das Friedensopfer dargebracht hatte, erhob er die Hände und segnete das Volk. Danach stieg er vom Brandopferaltar herab und ging mit Mose in das heilige Zelt. Als sie wieder herauskamen, segneten sie die Israeliten. Da erschien der Herr in seiner Herrlichkeit dem ganzen Volk. Feuer ging von ihm aus. Es verzehrte das Brandopfer und die Fettstücke auf dem Altar. Als die Israeliten das sahen, jubelten sie und warfen sich vor aller Ehrfurcht zu Boden.